Ja, herzlich willkommen zu Jan kocht. Heute machen wir schwäbischen Kartoffelsalat. Es gibt in Deutschland eine Grenze, die verläuft irgendwo nördlich von Frankfurt. Oberhalb dieser Grenze wird Kartoffelsalat mit Mayonnaise gemacht, südlich davon ohne Mayonnaise. Wir machen jetzt einen schwäbischen, das heißt ohne Mayonnaise. Was brauchen wir natürlich? Kartoffeln, die machen wir als Pellkartoffeln, zeige ich in einem extra kleinen Film. Ja, wir brauchen als erstes eine Zwiebel, die werden wir klein schneiden. Dann brauchen wir ein bisschen Senf, ein bisschen Essig, Gemüsebrühe, die werden wir heiß, dafür haben wir heißes Wasser hier, anrühren und Pfeffer und Salz. Ja, ich schneide die Zwiebel und wenn dann die Soße zusammengestellt wird, sehen wir uns wieder. Ja, die Zwiebel ist geschnitten. Die Gemüsebrühe ist angerührt mit dem kochenden Wasser und jetzt bereiten wir die Soße zu. Dafür geben wir erstmal ein bisschen Essig rein, so 2 Esslöffel voll in die Schüssel und rein. Dann kommt 1 Esslöffel Senf dazu. Den müssen wir hier erstmal ein bisschen nach unten schütteln. So, das haben wir schon mal. Dann geben wir einen guten Teelöffel Salz dazu und ein kleines bisschen Pfeffer. Und dann geben wir die Gemüsebrühe dazu und verrühren das Ganze schon mal zu einer schönen Soße. Ja, und in die Soße geben wir noch die Zwiebeln und dann haben wir den ersten Teil von unserem schwäbischen Kartoffelsalat eigentlich schon vorbereitet. Das Ganze stellen wir einfach auf die Seite und bereiten jetzt die Pellkartoffeln zu. Ja, weiter geht's mit dem schwäbischen Kartoffelsalat. Hier die Marinade ist schon durchgezogen und jetzt geht's weiter. Wir haben hier eine entsprechende Menge Pellkartoffeln vorbereitet. Die sind noch warm und werden jetzt hier schön in Scheiben reingeschnitten. Ich sag mal, der Unterhaltungswert beim Zugucken, wie ich jetzt hier einen ganzen Teller Kartoffeln reinschneide, ist relativ überschaubar. Deswegen sehen wir uns wieder, wenn alles in der Schüssel ist. Ja, ihr seht, alle Kartoffeln reingeschnitten. Jetzt mischen wir es einmal durch. Schön, dass die Soße überall hinkommt. Und der Kartoffelsalat wird dann gleich hingestellt, dass er nochmal eine halbe Stunde zieht. Hier beim schwäbischen Kartoffelsalat kann man die Kartoffeln auch reinschneiden, wenn sie warm sind. Das macht gar nichts. Den kann man auch schön lauwarm noch essen. So, alles schön durchgemischt. Jetzt können wir den Kartoffelsalat abdecken und dann lassen wir ihn eine gute halbe Stunde ziehen. Und wenn das passiert ist, sehen wir uns wieder. Ja, schwäbischer Kartoffelsalat, Finale, was fehlt noch? Ordentlich durchrühren und etwas Öl. Wir mischen den einmal durch, damit auch ordentlich was von der Flüssigkeit auf den oberen Kartoffeln oben drauf ist. Und wenn das hier schön gemischt ist, dann geben wir nochmal 2 Esslöffel Öl, ein helles Öl, also Maiskeimöl oder in diesem Falle Sonnenblumenöl dazu. Das muss gar nicht mehr sein, das geben wir hier vorsichtig drauf. 2 Esslöffel sind genug. Insofern ist der schwäbische Kartoffelsalat auch relativ fettarm. Ja, dann mischen wir das Ganze nochmal gut durch und können dann sagen, einmal noch probieren, ob genug Salz und Pfeffer dran ist. Das ist ja bei Kartoffeln immer gerne mal ein bisschen zu wenig. Wir schauen mal. Nehmen wir so ein bisschen, ja, schwäbischer Kartoffelsalat. Wunderbar. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Guten Appetit und auf Wiedersehen bei Jan kocht.